So, auf meinen nächsten Gast freue ich mich besonders, weil es ist eine Weltpremiere. Der ist noch nie live in einer Sendung so aufgetreten, mit einem Stand-up. Man kennt ihn zwar als Bruder von Jürgen Vogel in der Schillerstraße, da ist er auch mal unterwegs. Ich kenne vielleicht Martin Klempnow, heißt er. Und das ist ein total verrückter Typ. Riesenapplaus für Martin Klempnow! Vielen Dank. Dankeschön fürs Mitleid. Dankeschön. Vielen Dank. Nein, Sie klatschen zurecht. Richtig so, ja? Weil es gibt was zu feiern. Yeah, ich habe eine neue Jeans. Yeah! Yeah! Jetzt sind die Hosen. Wenn du dich zu weit bückst, dann passiert das. Da. Weißt du, Ritzenalarm. Ja, das kann gefährlich sein, ohne Scheiße. Ich war letzte Woche in der Stadt unterwegs, hab mir so die Schuhe zugebunden. So. Und mit einmal... Da hatte ich einen Hollandrad hinten drin stecken. Ja, ohne Scheiß. Apropos Hose, pass auf. Letzte Woche war ich in Hamburg, ja? So, bin da in so ein Kaufhaus gegangen, denk mir, komm, kaufst du dir eine Hose mal eben so. Ich also mich so, also so langsam so angeschlichen, so, weil Anschleichen ist immer ganz wichtig, hab ich gelernt, weil Verkäuferinnen sind ja ähnlich wie Tauben. Also ich vergleiche die ganz gerne mal mit Tauben. Also jetzt nicht, dass sie überall hinscheißen, ja? Sondern, nee, das meine ich nicht. Nein, nein, die treten ganz gerne auch mal so in so einem Rudel auf. Weißt du? Damit sie quatschen können. So gurr, 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 gurr. Weißt du? Und das zweite Phänomen ist dann aber auch genau dasselbe wie auf einem Marktplatz, wenn da ganz viele Tauben sind und du gehst so schnell hin, dann brrr, dann sind die weg. Brrr, dann sind die weg. Kannst du machen, aber gleich auch bei Verkäuferin. Ey, ich habe eine Frage. So brrr, dann sind die weg. Ja, sicher. Also ich mich langsam angeschlichen, ja, versucht, ich stand und hab sich unterhalten und das war auch eine Fremdsprache und das ging ungefähr so. Ich weiß auch nicht, so nur die Frau Krüger, so voll die Hure, so ich schwöre so. Ja, ich so voll die Note, ne? sag die, pass auf, sag die so, ne? Ja, Frau Miriam, warum kommen Sie immer zu spät? Und so, ne? Sag die so zu mir, so, ne? Ich hat die gesagt, so, ne? Hab ich gesagt, ey, bleib mal locker, so. Nur weil Sie Geschäftsführerin sind, so, wie sind Sie drauf, so, ey? Bleib mal locker, so, echt, ey, wie lange bin ich zu spät gekommen, so? Wie lange bin ich zu spät gekommen, so? 5 Minuten, 10 Minuten, halbe Stunde, Stunde oder so, ne? Hat sich voll angepisst, so, weißt du, was ich meine, ne? Boah, ich schwöre, ey, ich spügel der Alten so voll die Falten aus der Fresse raus. Kann ich helfen? Ich hätte gerne diese Jeans hier in 34, 32. Habt ihr die vielleicht noch da? Die? Ja. Die Elvis? Für Sie? Leider nein, leider gar nicht. Tut mir leid. So, ne? Vielen Dank. Ja, gar nicht mehr. Tut mir leid. So. Gar nicht mehr so. Ich so, ja, können Sie vielleicht noch mal im Lager nachgucken, ob da im Lager irgendwas ist? Ob Sie die im Lager noch mal haben? Und sie, Lager? Also, da war ich gerade gewesen. Da war ich gerade gewesen, so, ne? Auch nicht mehr, tut mir leid, so, ne? Wenn sie da nicht mehr liegt... Ah, dieser typische Satz, oder? Ja, oder? So, wenn sie da nicht mehr liegt, wenn sie da nicht mehr hängt... Ja, dann wäre ich auch nicht zu dir gekommen, du dumme Nuss. Wenn sie da nicht mehr liegt, also dann gar nicht. Den war alle, den wir haben. Den war alle, den wir haben? Ah ja, okay. Ey, du, vielleicht kannst du mir... Ich wollte halt unbedingt diese Hose haben. Deshalb kannst du mir vielleicht noch irgendwie einen Tipp geben, wo ich die sonst noch kriege in Hamburg. Ja, ich komme ja nicht von hier. Ja, also die Elvis, ne? Also gar nicht mehr, gar nicht mehr. Die wird nicht mehr gebaut, so, ne? Die war voll der Flop. Dann weißt du Bescheid. Wie hier, Vodafone oder Telekom-Laden. Da ist mindestens ein von diesen Typen dabei, ja, die in so einem grauen Anzug so auf dich zukommen. Gezupfte Augenbrauen, ganz wichtig. Guck dich an, mach den Mund auf und dann ist vorbei. Ich hab genau gesehen, du bist mit dem Handy, ne? Ich schwöre so. Aber, also das Handy mit der Flatrate, leider nein, leider gar nicht. Kann ich nicht machen, tut mir leid so, ne? Aber das Schlimme an der ganzen Geschichte ist ja, da sind Studenten. Mit anderen Worten, wenn die fertig studiert haben, was ist das? Ja, dann sind das unsere Anwälte und klar, hier, Ärzte. Jetzt stelle ich mir vor, dass jetzt die Frau aus dem Jeansladen meine Anwältin wird. Ja? Ja, Frau Anwältin, haben Sie noch irgendwas zu sagen zu Ihrem Mandanten?
Und sie steht auf. Leider nein, leider gar nicht. So, na, tut mir leid. Weißt du? Ja, ja, aber. Ja, ja. Aber viel schlimmer noch, was ist mit dem Typen aus dem Vodafone-Laden? Ja, klar, irgendwann ist das Dr. Med. Professor Dennis Kaufmann oder so, ja? In München an der Uniklinik. Du liegst da drin und sagst so, Herr Doktor, so, mir geht's voll scheiße, habe ich doch irgendeine Chance? Und er beugt sich so rüber und sagt so, du, Chance? Leider nein, leider gar nicht so, ne? Ich schwöre so. Ja, Herr Doktor, warten Sie mal, haben Sie denn wenigstens was gegen meine Kopfschmerzen? Aspirin oder sowas? Aspirin? Leider nein, leider gar nicht. Die wird nicht mehr gebaut, die ist voll der Flop. Vielen Dank. Martin Kleppler. Ja. So, und jetzt kommt einer, der steht auf dem